Wir kämpfen für unser Zuhause. Scheiß deutsche Wohnen. Wir können selbst dich klein machen. Jetzt so formiert man sich und irgendwie vernetzt sich, kommt zusammen und versucht, das System irgendwie zu bekämpfen. Erstmal für alle, die nicht wissen, worum es hier geht, hier eine kurze Zusammenfassung. Am 18. Mai haben wir erfahren, dass unser Gebäudekomplex in der Osloer Straße 93 und 93a und in der Koloniestraße 13 verkauft wurde. Das heißt, natürlich wird jetzt nicht nächste Woche der Räumungsbescheid kommen, aber das Problem wird ja nur verschoben. Wir wissen, dass die Skjerven Group hier diverse Wohnungen, diverse Häuser aufkauft und diese Luxus saniert und dass die Mieten hochgehen werden. Wenn wir uns jetzt nicht dafür einsetzen, sondern erst darauf warten, bis dann der Räumungsbescheid kommt, so dann wird es zu spät sein. Wir von OSCO, das sind knapp 100 BewohnerInnen und drei Gewerbetreibende in 33 Wohneinheiten. Einige von uns wohnen bereits seit über 50 Jahren in diesem Gebäudekomplex. Uns eint nun die Frage, wenn alle Häuser totsaniert sind, wohin sollen wir dann ziehen? Das sind Existenzängste. Wir stehen hier vor der Dresdner Straße 15. Das ist eines der Häuser, die Deutsche Wohnen jetzt vor ein paar Wochen gekauft hat. Wir haben in Berlin mehrere sehr große Wohnungsunternehmen, einen relativ überschaubaren kommunalen Wohnungsbestand, der von städtischen Wohnungsunternehmen bewirtschaftet wird. Und wir haben ganz, ganz viele Kleinvermieter, was den meisten gemein ist, dass sie eben gewinnorientiert wirtschaften. Und das führt eben in der Regel zu Verdrängung und Menschen, die ihren Wohnraum verlieren. Die meisten von uns wohnen ja auch aus Gründen in bestimmten Nachbarschaften, ist ihr Zuhause. Sie haben da vielleicht Freunde, Netzwerke. Und das zu verlieren, ist für viele Menschen eine schlimme Erfahrung. Wohnraum als Ware heißt, einzelne Unternehmen oder Eigentümer möchten so viel Geld wie möglich aus deiner Wohnung holen, ohne Rücksicht auf Verluste. Da entscheiden Leute über meinen Wohnsitz, über so das Existenzielle überhaupt, meine existenzielle Grundlage, die entscheiden darüber, ohne dass ich wirklich Zugriff drauf habe. Außer wenn wir uns unter uns Mieter, Mieterinnen organisieren und versuchen, mit lauter Stimme der Politik hörbar zu machen, dass wir da sind und dass wir nicht einfach einen neuen Eigentümer, eine neue Eigentümerin wollen, sondern dass wir eben auch mitbestimmen wollen. Gerade jetzt seit den letzten zwei Jahren gibt es noch mal eine neue Kampagne, nämlich die Kampagne Deutsche Wohnung Co. enteignen, die jetzt mit einem Volksbegehren und Organisierung von MieterInnen versuchen, diese großen Wohnungsunternehmen, die Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius und wie sie alle heißen, zu enteignen und diese Bestände zurück in die Hände der Stadtgesellschaft zu geben und zu vergesellschaften. Die drin wohnen! Es fühlt sich toll an, so viele Leute, dass sie zusammengekommen sind, dass wir auch als Haus, die Dresdner 15 sind wir, uns so aufgestellt haben, formiert haben, wirklich, wir haben unser Haus eingepackt in Transparenten, so dieses Gemeinschaftsgefühl und einfach, ja, irgendwie, man fühlt sich so stark gerade. Einfach sich nicht damit abzufinden und wirklich aktiv was zu machen und aktiv zu werden, so, ja. Wir erfahren Solidarität, wir merken, ich bin nicht allein in einer Welt, wo man ständig das Gefühl hat, man ist allein. Und wenn man Erfolg hat, hat man auch noch dieses unglaubliche Gefühl von, ja, scheiß deutsche Wohnen, wir können selbst dich klein machen. Und das ist eigentlich irgendwie unvergleichbar, finde ich.